Die CU-Arena im Süden Hamburgs ist die Heimspielstätte der HSV Panthers für die kommende Bundesliga-Saison. Und heute gibt es im Testspiel das Panther-Duell gegen die Futsal-Panthers aus Köln. Der deutsche Rekordmeister also gegen den einmaligen Titelträger aus der Domstadt, die sich nicht für die Bundesliga qualifiziert haben. Nominell also die Hamburger in den weißen Trikots, in der ersten Hälfte von rechts nach links die Favoriten. Aber es sind die Kölner, die als erste ihre Krallen ausfahren. Hirosawa, der Kapitän, mit einem wundervollen Pass und dann steht es 1:0. Philipp Abdullahi. Déjà-vu für den HSV, wie schon beim letzten Testspiel. Gegen Berlin ein früher Rückstand. Und der Pass von Hirosawa ist einfach nur klasse. Abdullahi muss das Kunstwerk nur vollenden. Die Reaktion auf den Rückstand gegen Berlin war ein Sololauf von Michael Mayer. Der Abschluss gehalten. Hier gibt es wieder einen Sololauf. Und diesmal ist er auch drin. Michael Mayer 1:1. Der ist schon in Topform. Zwei Wochen vor dem Bundesliga-Beginn. Die Kölner nur Entourage beim Paradesololauf des Michael Mayer. Doch nicht nur er in bestechender Verfassung. Das gilt eigentlich fürs gesamte Team der Hamburger, die im Laufe der Partie immer besser in ihr Spiel finden. Ian Prescott Klaus schirmt schön ab. Der Lob ist noch besser. Finn Fabian Hanke ab. Geht die Post. Links ist Mohamed Labiat. 2:1. Hamburg zeigt, warum sie zuletzt noch im Finale der deutschen Meisterschaft standen. Das ist richtig gut gespielt für den Fabian Hanke mit dem guten Auge und Labiat bleibt ganz trocken. Die HSV Panthers drehen dann richtig auf. Von allen voran natürlich. Wer denn bitte auch sonst als Michael Mayer? Macht das 3:1, satter, strammer Schuss und wenn der hier so weitermacht, dann gibt es im Norden der Republik bald eine Mayer-Mania. Die HSV Panther spielen jetzt mit ihrer Beute. Finn Fabian Hanke gegen Jan Backhaus, der spielt einen Fehlpass. Michael Mayer zeigt dem Gegenspieler, wie weit er rutschen kann. Kuddelmuddel vorm Kölner Tor und dann steht es 4:1. Finn Fabian Hanke letztendlich der, der den Ball über die Linie drückt. Die Klärungsversuche haben was von modernem Ausdruckstanz und Hanke dann mit Wucht zum 4:1. Wenn man in Hamburg Dom hört, ist einem meist zu feiern zumute. Vielleicht auch deshalb die Domstädter heute die perfekten Partygäste. Auf dem Torfestival der HSV Panther. 5:1, Mohamed Labiat. So langsam wird es deutlich. Michael Mayer klatscht ab und hat ein breites Grinsen im Gesicht. Warum auch nicht? Bei diesem wundervollen Lobpass von Finn Fabian Hanke, Mohamed Labiat mit ganz viel Platz und dann ist das Ganze natürlich relativ einfach. Und das Lächeln von Michael Mayer, das sollte noch breiter werden. 6:1, Hattrick, Michael Mayer. Das Herz geht nach oben. Der Dank vielleicht auch an den lieben Gott für diesen wundervollen Schuss. Köln kriegt noch eine letzte Chance auf Ergebniskosmetik. Wobei keine Mascara und kein Lippenstift dieser Welt das Ergebnis noch deutlich beschönigen könnten. Und so feiert die Hansestadt den 6:1-Sieg über die Domstadt im Panther-Duell. Ergebnis nicht ganz so wichtig und trotzdem ein Achtungserfolg.